Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Wir sind immer noch im Auftrag der Herren Stefanie unterwegs und haben in der letzten Folge leider es nicht geschafft, die Banditen zu besiegen. Ich denke mal auch, dass da der besagte Händler ist oder beziehungsweise sein Gut. Und jetzt machen wir uns erneut auf den Weg, um die Banditen aufzuspüren. Diesmal sie auch zu besiegen, wird vorher mal versuchen zu speichern, damit die ganze Lauffrequenz nicht mehr dabei ist. Ja. Hier ein bisschen Tempo rein. Sind die jetzt schon da? Die waren ja da vorne in den Wäldern. Da waren die ja, die Banditen. Och man, ist ja wieder super. Wer fällt der denn aus? Ja, gut. Schweres Schild. Das ganze Zeug mal mit. Das hat ja gut geklappt. Also mit dem Kiten, das funktioniert gut. Muss ich sagen. Plündern. Mitnehmen. Oh, der hat ja gar mal so schlechte Sachen. Es waren da noch mehr, aber wir können jetzt schon mal wieder vergleichen. Fünfzehn, sechs. Unser jetziger, ist er dann? Schon besser. Das heißt, jetzt kann der in die Satteltasche. Selber Werte eigentlich. In die Satteltasche, von daher alles gut. Das kommt eh in die Satteltasche. 444. Da kommt das in die Satteltasche. Verteidigung 98. Satteltasche, haben wir jetzt schon, ja, haben wir ein besseres Schwert. Schwert sage ich auch schon. 331. Natürlich schon dran. Nein, Pferd, das wollte ich haben.
Ins Inventar. E ausrüsten. Satteltasche. Eins, eins, eins. Auch 111. Mehr Haltbarkeit. Das kommt in die Satteltasche. Elf, zwei, zwei. Oh Mann. Pferd. Unser. Da. Ausrüsten. Gab's dann noch irgendwas? Satteltasche? Nö, das müsste gewesen sein. Super. Sind wieder von den Werten etwas besser geworden? Zu den Waffen! Hier rüber! Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Ihr macht sich ab. Zu den Waffen! Hier rüber! Hey, das ist der, also der Werte. Gewesen. Gut, der hat es anscheinend verpisst. Das war der werte Händler. Der ach so berühmte. Entregelt. Easy. Groschen. Silberkirche mit, auch mal mit. Rest lassen wir alles mal. Brauchen wir ja nicht. So, jetzt haben wir den Moldawit gefunden. Können wir jetzt schnell reisen? Jawohl. Hey, wunderbar. Wunderbar. Das läuft doch wie am Schnürchen jetzt. Aber es waren schon Schisser von Banditen. Aber das mit dem Keitner, mit dem Bogen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Muss man sagen. Doch, doch, das gefällt mir. Dann kann man sich dann doch gegen die etwas stärkeren Banditen behaupten. Ohne groß Schaden davon zu nehmen. Florian. Ja, von dir will ich nichts. Weiß der Jerome. Tag. Ja, hier, ich hab was mitgebracht. Der Moldawit, über den wir sprachen. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? Natürlich. Ja, ich habe Händler Fizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Tot ist? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige Maria. Ja, ja. Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Mach wie das. Dem auch sei, lass mich einen Blick auf den Stein werfen. Natürlich. Hier ist er. Ausgezeichnet. Er sieht unversehrt aus. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Tschüss. Ja, gut. Gucken, wie viel. Dann könnten wir eigentlich. Dann machen wir es so. Wir müssen da noch hin. Schnell reisen. Bis nach Rathai.
Versuchen wir das schnell zu regeln. Mit dem Fall. Und dann gehen wir wieder zurück. Pennen noch bei Theresa, beziehungsweise in Ratai. Wanderer ignorieren. Brauchen wir nicht untersuchen. Versuche das hier schnell zu regeln, habe ich nur noch 2 von 3. Dann hat mir dann 3 von 3, hat mir das erledigt. Also dadurch, dass wir eben gestorben sind bei der letzten Folge, musste ich mal einiges neu machen. Bei Theresa haben wir jetzt noch nicht den Ring abgegeben. Das wollte ich dann später nochmal machen. Wenn wir dann auch mit ihr spazieren gehen können. Nervt mich da gerade ein bisschen. Als wäre es hier drinne. Konrad Hagen. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ja. Genau, Stefanie. Stefanie von Thalenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig, exquisite Gewürze aus Arabien oder deutsche Juwelen? Wein. Guten Wein. Ah. Voll desinteressiert. Obwohl auch Bier ginge? Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis für den morgigen Bogenschießwettbewerb weggegeben. Mist. Kann ich diesen Wein denn nirgendwo sonst auftreiben? Leider nicht. Ich habe das alleinige Recht, diesen besonderen Tropfen zu verkaufen. Niemand sonst in der Region hat ihn vorrätig. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Ratai. Das wird doch nie was aus. Und wenn ich den Wettbewerb verliere? Dann wirst du den Gewinner überzeugen müssen, sich von seinem Preis zu trennen. Ich schätze, ich werde mir etwas überlegen müssen. Na super. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Lebe wohl. Toll. Also ab nach oben. So viel zu, das wird schnell. Das mit dem Pferd ging ja noch. Ein bisschen rumfragen und gut, aber das ist doch wieder so unnötig in Längen gezogen. Na, das ist normal bei den Spielen. Na, mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück und es tritt kein Guter an. Ach, bin ich bescheuert. Ich nehme an, das ist unten drunter. Ja, Gott schütze dich, Heinrich. Also seit der Schlacht, ne, spricht uns jeder an. Und seit wir diese Rüstung haben, alle so mega freundlich zu uns. Wir sind total oberflächlich hier. Oh mein Gott, der hat eine Rüstung. Ne? Muss ich hier hin? Reden. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Mir kam zu Ohren, es gäbe einen Bogenschießwettbewerb und erlesenen Wein als Hauptpreis. Das ist richtig. Ich habe den abziehen? Besten Wein der Provinz gekauft. Ich will teilnehmen. Ach, kennst schade. Du die Regeln? Leider nicht. Ach ja. Du schießt mit 7, 13 oder 21 Pfeilen, je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Stroh ist einen Punkt wert, der weiße Ring 2 und die Scheibenmitte 3. Wer zuerst fertig ist, bekommt 3 weitere Punkte. Ach die so, Runde endet, wenn alle geschossen haben.
Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist üblich zu wetten, damit es spannender wird. Je besser deine Kontrahenten sind, desto höher ist der Wetteinsatz. Gut, das klingt alles einleuchtend. Eine Sache noch. Bleib hier, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und schieß ausschließlich auf die Ziele. Sonst bist du raus, verstanden? Verstanden. Alles klar. Gut, hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen verwenden. Ich rufe dann schon mal deine Konkurrenten. Ich will auf keinen Fall meine eigenen Pfeile verwenden. Wie kann ich denn das jetzt gerade so... Billo-Pfeile. Langstreckenpfeile. Ist er der Jagdpfeil, Wundpfeil? Dann müsste das das gewesen sein, den wir bekommen haben. 110? Oder hat er schon die Wettkampfdinge ausgewählt? 13 Stück. Ach komm, wir nehmen die Langstreckenpfeile. Achso. Ah doch, es waren erstmal die 13 Falldinger da. Anscheinend. Also durchgehend so zwei zu treffen ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Glaube ich jetzt erstmal. Aber wir sollten auch treffen. Oh, das war ein seinige 2. Ist ja auch ein guter Schuss, aber ein Händler, der... Oh, das war scheiße. Der ist schon gut. Man sieht. Punkte habe ich. Ja, der eine Händler wird es auf jeden Fall mich übertrumpfen. Oh, jetzt kann ich das Ewigkeit wahrscheinlich machen oder dem jetzt irgendwie das überzeugen. Ja. Ich hätte die Wettkampfpfeile einfach nehmen sollen. Ich dachte nicht, dass man perfekt die bekommt, die man braucht. Von der Anzahl her. Ja, 23. Hast du jetzt bald mal? Dann war das auf andere Weise. Reden. Guten Tag. Glückwunsch zu deinem Sieg. Hat der kein Ton? Doc, ich will mit Freund darauf trinken. Ja, also, was das angeht, du bevorzugst doch sicher Bier, nicht wahr? Nein, nicht wirklich. Bier bekomme ich in jeder Schenke. Aber Wein ist wie dieser. Aber kein Wein ist wie dieser. Ja, nur leider brauche ich deinen Wein. Nie im Leben. Ich habe gewonnen. Für wie viel würdest du den Wein rausrücken? Hehe. Geh mal dahin. Zufrieden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Hier, du Geier. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Nicht für mich. Ich bin ein Taubstummer. So, okay, erledigt. Super. Ich glaube, ich will unser Schild ausrüsten. So, wir haben ja noch theoretisch genügend Zeit. Nein, wollte ich doch gar nicht.
Dann gehen wir mal zu Theresa. Ich hoffe, das ist für die jetzt nicht zu spät. Das wird mich nämlich jetzt abfacken. Entweder ist nämlich, ich hab zu viel zu tun. Oder, nee. Geht grad nicht. So, hallo, reden. Du siehst aus wie ein dahergelaufener Wilder. Was? Habt ihr was ich mitgebracht? Ich habe dir etwas mitgebracht. Schmuck. Übergeben, bestätigen. Oh, Heinrich. Ist das für mich? Das muss dich Unsummen gekostet haben. Gefällt mir sehr, danke. Mach gern geschehen. Mir lieber nicht mehr solche Geschenke, sonst verwöhnst du mich zu Ach, sehr. Ach komm, das passt schon. Wollen wir spazieren also, gehen? Wollen wir spazieren gehen? Du gibst nicht auf, was? Lass mich nachdenken. Morgen. Ich habe zu viel zu tun, aber gerne ein andermal. Komm einfach die Tage wieder vorbei, ja? Wie die verehrte Frau wünscht. Du Schelm. Boah. Wird unmöglich, Mädel. Das ist hier auch unsere Truhe, ne? Ja. Ja. Schlafen und speichern. Versuch's einfach mal. Vielleicht ist das ja so ihre Zeit. Wer weiß. Stunde später oder heißt es jetzt wieder, es ist zu spät? Schaut sie da hinten. Tag. Also? Wollen wir spazieren gehen? Du gibst nicht auf, was? Lass mich nachdenken. Jetzt ist es mir leider zu spät. Hol mich untertags ab. Dann gehe ich gerne ein wenig mit dir spazieren. Wie die Verehrte Eben hat zu viel geduldet, jetzt will sie spät, Alter. Du Schelm. Das Mädel ist ja unmöglich. Also es muss vor 19 Uhr passieren, alles klar. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.